Herzliches Willkommen den beiden Trainern Christian Neidhardt und Thorsten Ziegner. Christian, Glückwunsch nach 9 Monaten Auswärtssieg zum Dreier. Bitte, dein Kommentar. Ja, ich denke, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, dass wir die ersten 30 Minuten sehr dominant gespielt haben, dass wir viele Abschlüsse hatten, immer wieder gut in die Spielverlagerung gekommen sind, auch das 1-0 dann schön rausgespielt. Und ja, da sind wir die letzten 15 Minuten so ein bisschen passiv gewesen und haben dann Pech bei der Standardsituation, dass Rossi Pahl da wegrutscht. Das kann passieren und das ist natürlich Mai mit seiner Körpergröße, mit seiner Kopfballstärke da, macht das 1-1. Bis dahin waren wir wirklich gut im Spiel und hatten es echt gut verteidigt. Ja, dann mit der gelb-roten Karte hatten wir den Vorteil in der zweiten Halbzeit, dass wir dann halt auch direkt zum richtigen Zeitpunkt das 2-1 gemacht haben, das 3-1 nachgelegt haben nach einer schönen Standardsituation. Und hinten raus hätte ich mir eher gewünscht, dass wir dann nicht diesen Verwaltungsmodus einlegen, sondern dass wir eher auf dem Gaspedal bleiben, dass wir dann auch mit breiter Brust so ein Ding weiter aufspielen und gucken, dass du nochmal vielleicht das ein oder andere Tor gelingt. Weil ich finde so ein Spielstand immer trügerisch. Ich glaube, die Duisburger haben es letzte Woche gesehen. Am Ende, wenn dann so ein Tor nochmal fallen kann, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hat, kann so ein Spiel nochmal komplett kippen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Gott sei Dank ist es so geblieben, dass wir ja mit dem letzten Hinrundenspiel unseren ersten Auswärtssieg gelungen ist. Mit 32 Punkten, habe ich gerade gehört, ist es die beste Waldhof-Hinrunde, die Waldhof Mannheim bis jetzt gespielt hat. Ich kenne diese Statistik nicht. Ich habe es gerade nur von jemand gehört. Von daher sind wir froh, dass wir jetzt eine schöne Rückfahrt haben und dass wir top ins neue Jahr gestartet sind mit 2 Siegen. Siege dir und deiner Mannschaft. Alles Gute und für die nächsten Spiele. Dankeschön. Vielen Dank, Christian. Thorsten, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch damit beginnen, Christian, euch zum verdienten Sieg zu gratulieren. Das, was Christian über die erste Halbzeit oder über die erste halbe Stunde gesagt hat, stimmt 100%. Und ich aus meiner Sicht muss natürlich sagen, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Ja, in diesen ersten 30 Minuten viele einfache Ballverluste in Pressing-Situationen, den Gegner immer wieder Raum gegeben, um eben genau diese Verlagerungen zu spielen, die Mannheim dann eben auch gespielt hat. Dementsprechend war das 1-0 folgerichtig. Dazu kommt natürlich noch, dass dieser Zweikampf im 16er, wo Joscha Bitter auch noch wegrutscht, unabhängig von der Qualität von Martinovic, wäre es verhinderbar gewesen, so natürlich nicht. Die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte, die waren in Ordnung. Dort haben wir es endlich geschafft, auch zielstrebig zu sein. Vorher war das für mich zu wenig Tempo im eigenen Ballbesitz. Damit meine ich nicht das Tempo, wenn jemand einen Ball am Fuß hat, sondern das Passtempo. Ja, wir haben dort uns viel zu lange am Ball aufgehalten, es eben nicht geschafft, Reihen zu überspielen, um dann gefährlich vors Tor zu kommen. Das war die letzten 15 Minuten besser. Dementsprechend dann auch die eine oder andere Standardsituation, wo wir eine gemacht haben. Und dann kommt diese ominöse Szene, ja, wo Joshua Bitter gelb-rot kriegt, aus zweierlei Gesichtspunkten total ärgerlich für uns. Zum einen, ja, weil es eben kein Foulspiel war, ja, sondern ganz klar dabei gespielt wurde. Und zum anderen, weil die gelb-rote Karte meines Erachtens nach total unberechtigt war. Er klopft schon auf den Boden, weil er sich darüber ärgert, dass die Entscheidung eben so gefallen ist. Aber ich bin eben der Meinung, dass ein Sport wie der Fußball, der ein Kontaktsport ist, wo es körperlich zur Sache geht, wo Emotionen dabei sein müssen, wenn dann sowas mit einer gelben Karte oder schlussendlich dann mit einer gelb-roten Karte geahndet wird, dann sollten wir aufhören, Fußball zu spielen. Ja, wenn wir das nicht mehr dürfen oder die Spieler das nicht mehr dürfen, dann macht dieser Sport einfach keinen Sinn mehr. Dann haben wir einfach so einen langweiligen Kick. Ich glaube, das gehört dazu. Die zweite Hälfte, und das sagte Christian auch richtig, war dann natürlich für uns insofern unglücklich, dass Mannheim sofort diese 2 schnellen Tore macht und das für uns dann eben in Unterzahl. Dass es dann schwer wird oder noch schwerer wird, ist dann, glaube ich, verständlich für jeden Einzelnen. Das, was ich mir nach dem 3-1 gewünscht hätte, wäre so ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Ja, also ich hatte dann irgendwann so ab der 65., 70. Minute das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr daran geglaubt hat, noch ein Tor zu erzielen, um das Spiel vielleicht nochmal spannend zu gestalten, um vielleicht nochmal so ein Ruck das Stadion nochmal mitzukriegen. Wir haben schon auch gefällig versucht zu spielen, aber eben nicht mit dem nötigen Zug nach vorne, um Torchancen rauszuspielen. Das hätte ich mir gewünscht, dass wir uns einfach nicht aufgeben, dass wir nicht das Spiel zu Ende bringen und sagen, ja gut, dann soll es das heute nicht sein, sondern dass wir immer sagen, es ist immer noch was möglich.
Das haben wir heute nicht geschafft und für uns gilt es im Gegensatz zu Mannheim eben, das Spiel schnell aufzuarbeiten, dann schnell abzuhaken, weil es sind eben nur wenige Tage bis zum Samstag und dann haben wir am Samstag die Chance, das besser zu machen und diese Heimniederlage von heute zu korrigieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten. Die Fragen an die beiden Trainer, bitte. Dirk Retzlaff. Ja, für viele stand überraschend Maximilian Braune heute im Tor. Was hat den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben? Ja, bevor ich das sage, finde ich erstmal, dass Max ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, es war keine Unsicherheit zu spüren. Er hat die Bälle, die eben zu halten waren, hat er gehalten, hat hinten raus, von hinten sehr gut rausgespielt. Dementsprechend war es erstmal eine klasse Leistung von ihm. Ja, es war sein erstes Pflichtspiel für uns. Ein ganz junger Kerl, der total viel Potenzial hat. Die Entscheidung für Max war gar nicht so einfach, logischerweise. Ja. Lukas Räder stand bisher immer als Nummer 2 auf dem Spielberichtsbogen, hat letzte Woche ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und trotzdem haben wir eben geglaubt, dass wir aufgrund von Mannheim ihren Pressing-Situationen ganz viele Bälle hinten raus spielen müssen, mit dem nötigen Mut eben durch Reihen durchzuspielen. Dort ist Max richtig gut in der Beziehung. Er kommt ja vom Feld, ist noch nicht, also nicht seit Kindesbeinen Torhüter, sondern hat schon im Feld gespielt. Das hat er sehr gut gemacht. Darüber hinaus, und das ist ganz wichtig zu wissen, sind wir total froh, dass wir in unserer Torhüterkonstellation, also alle drei Torhüter, wir sind als klare Nummer 1, aber dahinter zwei Jungs haben, wo wir beide bedenkenlos spielen lassen können und dann eben situativ auf die Spielsituation auch dort Entscheidungen treffen können. Max ist auf der Linie gut, Max ist in der Strafraumbeherrschung ordentlich. Natürlich gibt es dort noch Potenzial bei Lukas, genau das Gleiche. Ja, ein bisschen mehr Erfahrung, keine Frage, aber ich glaube, dass diese Entscheidung heute keinen Ausschlag darüber gegeben hat, wie das Spiel ausgegangen ist. Bei der Pressekonferenz überwog die Zuversicht, dass Vincent es schaffen würde. Bisschen geflunkert um den Trainer. Wie geht's ihm denn? Wie sieht's aus? Und Marvin Bakkerlords würde ich dann auch noch gerne wissen. Also gar nicht. Also Personalie Vincent Müller gar nicht geflunkert. Also wirklich nicht. Er hat diese Woche immer mal schon unterschiedliche Einheiten mit dem Torwarttrainer gemacht. Es waren immer Restschmerzen da, aber wir hatten eben auch noch ein paar Tage bis zum Spiel. Und jetzt waren wir gestern genau wieder an diesem Punkt, den ich letztens schon mal erklärt hatte, als er ausgewechselt wurde. Er hat uns signalisiert, dass es keine 100% sind. Ja, er konnte total viele Übungen machen, aber es waren eben auch Situationen dabei, die er nur unter Schmerzen machen konnte, auf der Torlinie, bei Paraden. Und wenn einer nicht 100% fit ist, dann macht es eben keinen Sinn. Das da oder die Aussage zu Vincent Müller und Marvin Bakkerlords. Trainiert ganz viel mit inzwischen, ganz viele Einheiten, aber für ihn wäre es einfach noch zu früh gewesen. Er hat noch keine so wirklich hundertprozentige Mannschaftstrainingseinheit mitgenommen. Auch da haben wir jetzt noch ein paar Tage bis zum Osnabrück-Spiel. Ich weiß noch nicht, ob es dafür reicht. Wenn es 100% geht, wird er eine Option sein am Samstag wieder. Ansonsten dann eben erst im Derby in Essen. Ich wollte fragen, warum Ekene und nicht Buadus nach der Verletzung von Herrn Giert? Ja, weil wir natürlich nach diesen ersten 20 Minuten gemerkt haben, dass das Anlaufverhalten oder das Spiel gegen den Ball im Anlaufverhalten, dass das total aufwendig ist, weil Mannheim eben sehr mutig rausgespielt hat, weil sie sehr schnelle Speicherfetten hatten und Chin ist im Spiel gegen den Ball sehr gut. Ja, das macht er sehr aufwendig, sehr akribisch. Er hat eine gute Trainingswoche gehabt und wir wussten, auch mit diesem Thema Laufwege in die Tiefe, hinter die Kette, Geschwindigkeitsthemen gegen die Innenverteidiger, dass dort Schinne eine Option sein kann. Leider hat man es natürlich dann im Spiel nicht so mitgekriegt, weil relativ zügig danach eben das Spiel einen anderen Verlauf genommen hat. Gibt es noch weitere Fragen in der Runde? Dirk Retzlaff, bitte nochmal. Jetzt haken wir es ab. Benjamin Giert war ja ohne gegnerische Einwirkung. Ist da schon irgendwie was erkennbar, was da ist? Nein, er wird morgen früh von unseren Ärzten untersucht werden. Das, was mich so ein Stück weit mit Vincent hat es jetzt nicht funktioniert, aber ein Stück weit hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es kein Stich war, sondern so ein schleichendes immer schlimmer werden. Also es ist losgegangen und ist dann immer doller geworden. Es war kein stechender Schmerz, was dann eigentlich immer für eine Zerrung, Muskelfaser ist, was auch immer spricht. Deswegen hoffe ich vielleicht, dass es nur eine Verhärtung ist. Ein letztes noch. Die Hinrunde ist beendet. Platz 11, 25 Punkte. Ist das okay? Ja, okay.
Dann vielen Dank für die Fragen und für eure Antworten. Christian, in der Tat einen guten Heimweg. Viel Erfolg beiden Trainern am kommenden Wochenende wieder. Danke fürs Kommen. Schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön.